Ja, Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play Tomb Raider mit mir, den Pirates. Wir machen weiter. Schön, dass ihr hier wieder mit mir am Start seid. Und wir haben letztes Mal wieder einen Bleibaren gefunden. Also in der vorletzten Folge, in der letzten Folge haben wir zu jeweils einen Bleibaren. Das ist irgendwie ganz cool. Dann haben wir. Ey, geht das? Wow. Ey, war ja sehr bescheuert. Oh, Mensch, warum kann ich da nicht einfach runter? Nein, natürlich nicht. Nein, du darfst nicht einfach runter. Du musst schon ordnungsgemäß hier so zurückspringen. Oder wir machen das so. Das war auch genau jetzt geplant, ne? Das war jetzt genau abgezählt. Genau. Wir haben jetzt zwei Bleibaren. Ich gucke noch mal, aber ich glaube, wir haben jetzt hier alles. Vielleicht gehe ich jetzt noch mal zu diesem Handschuh da. Okay, da waren wir dran. Ah, das war ein Horrorraum, wenn ich bin nicht daran. Ja, und dann haben wir alles. Dann haben wir das, glaube ich, hier abgeschlossen. Nice. Da oben war ja auch drauf, genau. Ich meine, wir haben alle Räume gemacht, außer den hier. Wir können den ja nochmal reaktivieren. Wir können ja nochmal ganz kurz gucken. Ja. Ach ja, also wirklich das Spiel. Oh, das raubt hier wirklich ein, wirklich ein bisschen die Nerven, ne? Ein bisschen. Und ganz kleines bisschen, muss man schon dazu sagen. Aber gut, letzte Folge ging das ja nicht wieder. Die schlimmste Szene war eigentlich das mit dem Feuer, aber ich bin der Meinung. Ah ne, das kann man unten bleiben. Ja. Aber so war das, ne? Jetzt habe ich das gar nicht so richtig gemerkt. Ich glaube, das geht nach oben und dafür geht das hier nach unten. Dann muss ich mal gucken. Ja, also. Dieses Spiel kann echt ein Netz Nerv rauben, aber wir schlagen uns wacker. Und ich bin immer auch gewillt, es zu schaffen und werden es auch schaffen. Wir werden es schaffen, Leute. Das ist auf jeden Fall ein Ziel. Ja, 4 Folgen schon für ein Level. Holy, 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 holy. Ja gut, das ist aber ein besonders großes Level, muss man sagen. Ne? Also das ist schon ein großes Level. Aber wir haben ja alle Zeit der Welt, Leute. No. No. Aber ich glaube, wir müssen jetzt wieder zum Handschuh, schätze ich mal. Mal gucken. Gehe davon aber aus. Ja. Bin mal gespannt, wie die nächsten werden. Wir haben aber schon gesehen, dass glaube Tomb Raider 2 schon in die so inszenierungsmäßig, da kam so ein Helikopter. Ganz kurz mal reingeguckt. Das war schon wieder ein bisschen mehr Inszenierung, ne? Tomb Raider 2. Ich glaube, es hat auch wieder. Das ist dann auch mehr Story drin, ne? Irgendwann. Also. Ist echt schön, diese Reihe mal zu spielen und zu sehen, woher die herkommt. Also, muss ich sagen, mir macht es schon Spaß, auch wenn ich mich mal hier war, wirklich aufreg. Aber die Steuerung ist so. Aber das Spiel macht dennoch unheimlich Freude. Das muss ich dazu sagen. Das muss ich dem Spiel gestehen. Es macht Freude. Können wir dann hier, ob wir, weil ich weiß gar nicht, wie viele Level das hier jetzt noch hat. Das letzte ist, ob wir es dann haben. Ja, bleib warm, muss ich aber nicht drauflegen, oder? Einfach du hast auch nur 2 Bleibaren. Ich habe mal, ist auch okay. Ah ja. Ah, die Bank.
Ja klar, wir finden einen Barren. Einer fehlt mir. Mir fehlt ein Barren, das ist doof, das ist nicht so gut, oder? Weiß nicht, ob noch reicht zwei Barren? Ich glaube eigentlich nicht, eigentlich von der. Wie habe ich jetzt? Zwei. Eigentlich dürfte das nicht reichen. Ich finde es auch gut, wie Lara es auch einmal weiß, ne? Die weiß es halt einfach, was sie tun muss. Nicht hier noch ein Bleibaren rum? Na. Ja, okay, wie das, ja. Aber hier liegt kein Barren rum, ne? Ja. Das war jetzt mal, ne? Ah, ne, hier war nur der. Ne, hier war nur. Es wäre ein bisschen höher. Und sogar reichen. Aber so ein Ding kannst du nicht. Warte mal. Geht das? Mist. Geht nicht, ne? Na. Ja, ist mir aber so schwer vorher zu sagen, geht es nicht oder ist es nicht möglich oder sieht es wieder. Ich glaube, es geht aber wirklich nicht dieses Mal.
Egal, ne. Ne, geht nicht. Gut, dann gehen wir mal zurück. Vielleicht reichen zwei Goldbarren auch. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Oder war oben vielleicht noch eins? Da habe ich aber nur, hab ich aber nur die ganze Munition gefunden. Ah, scheiße. Das war natürlich unnötig. Ja gut, dann gehen wir gleich mal nach oben. Ah, das ist wieder doof. Jetzt fehlt mir einen Goldbarren. Wir denken, wenn man den abzieht, dann müsste überall einer sein. Aber wir haben zwei haben wir ja gefunden. Nur bei einem haben wir keinen Goldbarren gefunden, nur die Munition. Vielleicht war das auch der Fehler. Vielleicht geht es da noch weiter. Vielleicht muss ich mich da noch mal umgucken. Weil ich schätze mal schon, dass alle da in der Nähe sein werden. Bei den Stacheln haben wir einen Goldbarren gefunden. Ich schätze mal. Ja, hier brauche ich zwei Goldbarren. Dreimal nicht. Da ist einer dran, ne? No. Ah, klar. Zwei habe ich schon. Dreimal Goldbarren öffnet die Tür. Würde ich immer noch ganz knapp behalten. Ja. Ja, okay, warte mal. Ich habe mir die. Ich habe eine Idee. Nämlich. Das war das mit den Nägeln, ne? Das war das mit den Nadeln. Da haben wir es gefunden. Wo wir kein Gold, kein Silberbarren gefunden haben. War aber hier. Hier, genau. Das war. Genau. 3 und 4 muss. Runter. Nur 3 und 4. Genau, dann werde ich mich dann, ich glaube, dann kam auch ein Affe, oder? Deswegen, da können wir nochmal um, weil das würde mich wundern, wenn da jetzt nichts ist. Okay. Dann müssen wir dann das sogar schaffen. Das Level. 3 und 4. Genau. Das ist zum Glück kein so schlimmer Raum. Ach nee, das war doch mit dem Sand, ne? Naja, na, das ging aber. Na gut, egal. Da müssen wir jetzt nochmal durch. Hilft ja nichts.
Aber haben wir keine Gegner, das geht schon. So, auch wirklich ein sehr langes Level. Also. Alter Schwede. Muss ich schon sagen. Das ist schon wirklich ein Level. Was sehr lang ist. Genau, der Sprung war gut. Ja, kriegen wir hin. Dann habe ich einmal hingekriegt, dann kriegen wir auch ein zweites Mal hin. Oh, hier Anlauf. Ich glaube ja, einmal mit Anlauf, bitte. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ach, komm schon. Ja, du musst sie immer so ganz leicht justieren. Und dann ändert er sich schon die komplette Richtung, ne? Es ist so krass. Kinder, ja, ich. Mama, da hast du die Sprünge. Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst, das ist ein bisschen. Oh, Alter. Ja, ist gut. Mensch, jetzt mach doch mal. Alter, das ist so nervig manchmal, ernsthaft. Es ist so Pixel, du musst ja mal so Pixel, du musst ja wirklich pixelgenau springen. Sonst geht's nicht. Es ist wirklich, es geht wirklich. Ich war eh wild so bescheuert, ah, Mensch. Ja, es geht doch zurück. Das reicht. Brauche ich keine Ahnung. Aber was weiß ich. Geht's jetzt? Danke. Danke, Lara. Ja. Man weiß beim Spiel halt auch nie, ob es klappt, ne? Ja. Also ich weiß es nicht. Genau, mal gucken, ob ich jetzt hier noch was finde. Weil wir haben da ein Geheimtor, das kann ja was sein. Der schließt ja nicht aus. Dass wir hier noch übersehen haben. Alle sind die. Was? Was? Ich verstehe es nicht, ne? Die hält ich da aber nicht fest. Alter, ich glaube auf PS1 ohne, da gibt es ja nicht diese Schnellspeicherfunktion. Ich glaube, das Spiel immer frustrierend. Hier war gespeichert. Dann wollen wir mal umgucken. Die Wahl ist ja komplett anders, egal. Nur mal gucken, ob hier irgendwo ein Goldbarren bleibbaren ist. Oh, hab mich getroffen. Blumenmuster.
Ja, ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen, ein bisschen Entfernung. Wo? Ah. Das jetzt hier oder wie? Warte mal. Nein, da. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier bin. Was ist hier? Auch nochmal Midi-Pack. Aha. Warte mal, wo bin ich? Irgendwo ganz, ich bin irgendwo da oben, okay. Vielleicht aber auch hier weiter. Das könnte es aber auch sein. Über den Weg hier entlang. Ich habe irgendwie gedacht, die springt nicht, ne? Man denkt immer, die springt nicht. Man kann immer mal knapp. Weil komischerweise das so der einzige Ort ist, tritt da einfach mal Menschenskinder. Werde ich jetzt hier mal fündig? Ne, immer auch nicht. Alter, wo laufen wir denn hier lang? Keine Ahnung, was geht. Ja. Danke. So, das habe ich auch, easy. Okay, das war jetzt nur für die Minikits. Ich meine, gut, ich meine. Außer sind ziemlich sicher, hat sich jetzt schon gelohnt, aber da muss ich bei der nächsten Folge wirklich mal gucken, wo das letzte Barre ist. Aber dennoch hat sich der Abstecher hierher nochmal wirklich gelohnt.
Das kann man schon sagen, wir haben ordentlich Medikits und so einen Scheiß bekommen. Da kann man. Ist es denn hier vielleicht? Ich meine, ich kann ja mal neu laden, weil ich übelst Energie verloren habe. Ja, wo ist denn die letzte Barre? Eine fehlt noch. Sonst würde ich die Folge für heute beenden und dann machen wir am nächsten Mal weiter und gucken wir da, wo ihr. Die gucken wir das nicht, dann würde ich das ja bis dahin nachgucken. Weil heute haben wir ja auch wieder ordentlich was gemacht. Da haben wir uns halt mehr auf Erkunden erkundet, aber das passt ja auch. Dann nicht, dass hier hinten irgendwas ist, ne? Warte mal. Nein. Ah, ah. Ach, wow. Ah, wow, gibt mir Munition, danke. Wow. Ja. Eine weiterkommen ist hier wohl nicht. Na gut. Aber ich weiß gleich, wie ich hier runterkomme. Relativ heil. Aber es natürlich, sie greift nicht, ne? Dann natürlich kommt man hier nur mit dem Genickbruch runter. Na gut. Damit würde ich sagen, beende ich jetzt die Folge, weil. Machen wir beim nächsten Mal, aber weiter. Ich danke fürs Zuschauen, wenn wir dabei sind. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge wieder ein bisschen Spaß gemacht und dass ihr beim nächsten Mal hier wieder einschaltet. Ich gucke, wo die letzte Barre ist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs mit dabei sein. Euer Pirate sagt ciao, bis zum nächsten Mal. Morgen 20 Uhr geht's weiter. Haut rein, bis dann. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, ciao.